Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der deutschen Variante der Bliss 7 Box. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen in die Juli Box hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Bliss 7 Box kommt ursprünglich aus Frankreich, hat sich aber vor ein paar Monaten überlegt, dann auch eine deutsche Variante herauszubringen und ja, ich bekomme sie in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie hier vorzustellen. Und dieses Mal haben wir keine Box, sondern wir haben eine Tasche. Das ist diese Schätzelein. Ich habe mir hier die Peach-Variante ausgesucht, weil ich mir bei der französischen Variante die grüne Variante ausgesucht habe. Übrigens, allein dieses Schätzelein hat, glaube ich, einen Wert von 18 Euro oder sowas. Habe ich auf der Bliss 7 Frankreich Homepage schon gesehen. Die deutsche Box kostet 14,90 Euro, erscheint monatlich, enthält 5 Beauty-Schätzchen und normalerweise halt eine Box oder ein kleines Täschchen oder sowas. Aber jetzt zum Sommer hin haben die gesagt, nö komm, nehmen wir dicken, fetten Chopper. Ich habe das schon bei dem Frankreich-Unboxing gesagt, dass ich einfach geil finde, wie gut diese Qualität ist. Das ist halt ein richtig dicker Stoff, den man super so als Einkaufstasche oder halt auch als Schwimmtasche oder sowas nehmen kann. Und deswegen finde ich einfach die Sommervariante der Bliss 7 Box so geil. Und ich habe mich mega gefreut, dass die Bliss 7 Deutschland halt auch diese Tasche beinhaltet, weil die einfach genial ist. Und überleg mal, du hast im Prinzip diese Tasche... Also durch diese Tasche hast du schon das, was du für die Box bezahlt hast, raus. Aber hier sind auch Produkte drin enthalten, Leute. Ja, wir gucken da einfach zusammen rein. Also ich bin da ein bisschen durcheinander. Es tut mir vollkommen leid. Aber heute ist so ein Tag, wo ich echt so ein Schussel ohnegleichen bin. Und manchmal kommt das vor, ne? Also liebes Bliss 7 Team, ihr guckt sicherlich dieses Video. Es tut mir sehr, sehr leid, dass ich gerade nicht so ganz so professionell bin. Aber... It is what it is. Genau, so. Ruf des Südens haben wir hier im Juli als Motto. Also quasi, es geht in den Süden, Leute. Urlaubszeit. Oder der Süden kommt zu uns. Auch das haben wir ja. Also wir hatten hier in Deutschland, also bei uns im Norden, richtig schöne Tage schon gehabt. Also das sind so tolle Sonnentage gewesen, wo man sich echt auch schützen musste gegen die Sonne. Mein Freund hat das nicht so genossen wie ich, um das mal ganz ehrlich zu sagen, weil ich liebe Sonne, ich liebe Wärme. Für mich kann es auch fast nicht warm genug sein und für mich halt ein absoluter Genuss und ich bin sehr froh darüber, dass mein Baby das genauso sieht, denn ich habe ja ein Baby in meinem Bauch noch drin. Im November habe ich es dann aus meinem Bauch raus, aber also es tut mir sehr gut tatsächlich. Wir schauen aber trotzdem einfach mal hier so rein, was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken gedacht haben. Denn jedes Motto hat ja auch immer einen gewissen Hintergrund. Und da schauen wir doch mal ein bisschen intensiver rein. Ruf des Südens. Im Juli nehmen wir Kurs auf Südeuropa, die Hitze und das schöne Leben dort. Wir sehen uns beim Faulenzen im Schatten der Olivenbäume und Palmen in der Provence mit einer ultra erfrischenden Zitronenlimonade in der Hand. Die Sonne steht am Zenit, im Hintergrund zierten Zikaden und unsere Tragetasche Verano ist voll mit Essentials. Das wahre Slow Life im Süden. Das ist ziemlich witzig jetzt für mich, weil ich übersetze euch bei der französischen Variante immer mit meinem stümperhaften Französisch. Gut, ich hatte lange Jahre, 6 Jahre oder so, Französisch in der Schule, aber das ist schon sehr lange her, denn mein Abi habe ich 2008 gemacht. Das ist wirklich, schon lange her. Und ich merke gerade, dass ich das echt nicht so verkehrt übersetzt habe. Cool. Okay, ja, wir haben tatsächlich auch dieses Mal nicht nur 5 Beauty-Produkte drin, sondern deutlich mehr. 4, 5, 6, 7, also 6 plus ein Goodie, sage ich jetzt einfach mal dazu. Und ich spanne euch jetzt hier nicht weiter auf die Folter. Ich starte mit dem Größten, was mir hier in die Hände fällt. 100 ml habe ich von Les Secrets de Loli Pink Paradise Après Shampooing Jojoba Amand Douche Pamplemousse Rose. Scheint was zum Duschen. Nein. Du verwendest es auf jeden Fall nach dem Shampoonieren unter der Dusche. Es ist dann so eine Art Conditioner oder ist es eine Maske? Das weiß ich jetzt gerade nicht so ganz genau. Da müssen wir doch einfach mal gucken. Cool ist einfach, dass wir jetzt ein deutsches Heftchen hier bei der deutschen Variante auch mit dabei haben, wo uns es halt so erklärt wird, dass wir es halt auch wirklich verstehen. Achtung, Achtung, Kultprodukt. Diese Haarspülung, diese, hat sich bereits bewährt. Was sie macht, sie sorgt für weiches, leicht zu kämmendes und seidiges Haar.
was wir daran lieben, ihre Formel, die zu 99,2% aus natürlichen Inhaltsstoffen besteht und reich an Jojobaöl, Süßmandel und rosa Pampelmuse ist. Darin finden wir keine Parabene, keine Farbstoffe, keine Silikone, keinen Alkohol und keine Mineralöle. How to? 2 Minuten lang im feuchten Haar einwirken lassen und danach abspülen. Das mache ich tatsächlich immer, wenn ich halt eine Haarspülung verwende, ne? Also nachdem ich halt meine Kopfhaut gewaschen habe, schamponiert habe, wie auch immer, gebe ich mir so ab Ohrläppchen bis in die Längen und Spitzen halt die Spülung rein und dann mache ich meistens, dass ich meinen Körper abdusche, Achseln rasiere, Beine rasiere, rampampam, ne? Und dann kann ich ja auch die Spülung irgendwann ausspülen. Deswegen finde ich gut. Eine Spülung kann man immer gut gebrauchen. Hier habe ich jetzt ein Produkt, das habe ich aktuell bei mir auch im Spiegelschrank stehen. La Rosée, natürlich sind das alles auch irgendwie so Marken, die französisch sind, ne? Also die, ja, genau, aus Frankreich kommen. Weil das ist halt alles ein bisschen was Besonderes, finde ich ganz cool. Masque en Stick Regenerant 3 in 1. Ja, die habe ich aktuell, wie gesagt, in Anwendung 75 ml. Und die ist so super ergiebig, Leute. Das ist ein Stick, den dreht ihr hoch. Ich habe also vorher, ne, dass ich einmal kurz mit dem Waschlappen mein Gesicht nass gemacht habe und dann ein bisschen abgetupft habe. Und dann gebe ich mir den Stick einmal komplett so drüber. Das ist nicht relativ, also nicht dick, aber die macht schon was mit deiner Haut. Ne? Also die macht, gestern habe ich die verwendet, schon so eine gewisse Reinigung, aber gleichzeitig ist es auch nicht austrocknend. Also ich finde es sehr, sehr angenehm, den zu verwenden. Und ja, während der halt einwirkt, putze ich mir die Zähne. Ne? Und dann kann ich die ganze Geschichte vom Gesicht abwaschen. Ich finde es einfach großartig. Kann das dann sein, dass man den dann als Abonnent, wenn man die Box neu abonniert, mit dabei bekommt? Wahrscheinlich. Weil sonst wäre das im Heftchen aufgeführt. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus, ne? Jo, wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Ist ein cooler Maskenstick. Dann habe ich hier ein Produkt von Madara drin enthalten mit Lichtschutzfaktor 30. Habe ich bei meinem letzten Full-Face-Beauty-Boxen oder im Prinzip vorletzten, weil das letzte von Juni trage ich gerade in meinem Gesicht. Ich sammle immer die dekorative Kosmetik aus den ganzen Beauty-Boxen, um daraus halt ein Schminki zu machen, um zu, ja, probieren, wie das alles so aussieht und ob das auch harmonisch miteinander funktioniert, ne? Ja, Madara Lichtschutzfaktor 30, das ist eine getönte Lichtschutzfaktor Sonnencreme quasi. 10 ml haben wir hier drin enthalten und die hat wirklich nur eine leichte Tönung, ist für mich ein Tick zu dunkel tatsächlich. Das heißt, ich muss noch ein bisschen warten, bis ich die richtig anwenden kann, aber ich finde sie wirklich gut und Madara ist eine sehr hochwertige Marke mit sehr tollen Inhaltsstoffen und dementsprechend ist es schon ganz nice, dass es mit drin ist. Ist kein Produkt, was weißelt. Das muss man halt auch mal dazu sagen. Finde ich sehr positiv. Weil ansonsten habe ich das sehr häufig, dass wenn ich Lichtschutzfaktor verwende, dass ich danach aussehe wie die Wand. Oder wie halt die Alex-Kommoden hinter mir, nämlich weiß. Dann habe ich als nächstes ein dekoratives Kosmetikprodukt, was dann ins Full-Face-Beauty-Boxen von Juli reinwandert. Von Sophia und Mabey. Ein Augenbrauengel. Jo. Ne? Das gönnen wir uns doch einfach mal dann. Augenbrauengele sollen machen, dass die Augenbrauen an Ort und Stelle bleiben. Im Sommer ist es so, dass man sich jetzt ja wahrscheinlich nicht so exorbitant krass schminken möchte, sagte sie und hat ziemlich viel im Gesicht. Aber es ist halt einfach so, dass es dann auch mal ausreicht für einen selbst, ne? Dass man sagt, Mensch, komm, ich kenne mir nur die Augenbrauen ein bisschen durch, dass sie da bleiben, wo sie halt hingehören. Und fertig ist die Laube, dass man die halt gar nicht bunt macht oder so. Jo, ein kleiner Spoolie, süß. Ne? Wird dann auf jeden Fall ausgetestet. Riecht ein bisschen komisch. So gelmäßig. Wie, kennt ihr diese Flabber-Dinger von damals? So, ne? So riecht das. Und dann testen wir das mal aus. Sophia Mabey ist ja auch eine Marke, die französisch ist. Dann habe ich von NYX die Creme Fraiche de Beauté. Die kannst du als Creme, als Make-up Remover Milk und als Maske verwenden. 15 ml haben wir hier drin enthalten. Jo, die wird uns dann Frische geben, Feuchtigkeit geben, Feuchtigkeitscreme, 48 Stunden Reinigungsmilch, volumenspendende Maske, Gesicht und Augen, alle Hauttypen. Jo, wird als Maske bei mir wahrscheinlich in Anwendung kommen. Finde ich gut. Creme Fraiche ist auch eine süße Beschreibung irgendwie, ne? Für die Lippen haben wir hier einen Lichtschutzfaktor 50+. Das finde ich immer gut von Polar. Das ist auch eine Marke, die echt gute Inhaltsstoffe hat und auch recht hochpreisig und hochwertig ist. Und viele vergessen halt beim
bei der Sonnenpflege die Lippen. Und das dürft ihr nicht. Also ihr müsst an die Lippen denken, weil es so wichtig ist, die Lippen einzucremen. Da haben wir eigentlich sogar noch dünnere Haut und angreifbarere Haut, als es dann ja im Gesicht der Fall ist. Und deswegen müssen wir da tatsächlich auch immer wieder schön nachpflegen. Ne? Und da wir ja reden, wir essen, wir trinken, wir knutschen, ne? Wir tragen Maske und so, dann reibt sich das alles von den Lippen ab und so. Und so ein Stick ist einfach praktisch, weil du kannst dir das dann einfach zwischendurch eben einfach immer drüber geben und so. Gönnt euch das. Wirklich wichtig und sehr, sehr, sehr sinnvoll, dass Blissim das hier auch mit in die Box gepackt hat. Und das letzte Produkt, was ich hier drin habe, ist von Cosmetea, Spearmint Green Tea, also quasi Pfefferminztee. Nee, grüner Tee mit Minze. Okay. 20 Gramm habe ich hier drin. Ich glaube, der soll recht lecker sein, ne? Aber ich muss halt sagen, so Minztee ist gar nicht meine Welt, weil wenn ich den trinke, fühle ich mich krank. Ich trinke in letzter Zeit recht viel Tee, halt kalt aufgegossen, ne, und dann über den ganzen Tag halt eine ganze Kanne oder mehrere Kannen, weil ich ganz viel Flüssigkeit halt brauche und halt diesen ganzen Schwangerschaftstee mit Fenchel und Rampampam auch zu mir nehme, damit mir halt nicht vom Reden schlecht wird. Ist das nicht traurig, Leute? Muss man sich mal reinziehen. Ja, ich weiß. Und ja, finde ich aber cool und stelle ich mal bei uns einfach in das Teeregal und müssen wir mal gucken, ob jemand von uns das mal möchte, aber ansonsten müssen wir mal schauen, ne? Aber Pfefferminztee finde ich persönlich jetzt im Sommer irgendwie interessant in der Box zu haben. Ist der im Heftchen aufgeführt? Also ist das halt so ein generelles Produkt oder ist das ein Goodie? Nee, der ist halt wirklich aufgeführt, ne? Witzig. Sehr, sehr funny, muss ich wirklich sagen. Okay, ja, das ist jetzt nun die Box gewesen. Ich finde, sie ist sehr, sehr schön gestaltet. Wir haben dekorative Kosmetik mit dabei, wir haben was für die Haare mit dabei, fürs Gesicht und dann noch diese geile Tasche. Werttechnisch liegen wir hier ganz gut mit dabei. 14,90 € zahlen wir halt für die, ne, für die Box und bekommen diese Produkte. Und das finde ich halt immer so eine gute Geschichte. Wichtig bei diesen Beautyboxen ist halt auch immer zu schauen, inwiefern das, was die Boxenpacker einpacken, für einen selber halt auch passt. Und das ist etwas, was ich ja auch häufiger von euch gefragt werde. Mensch, was ist die beste Beautybox? Leute, das gibt es nicht. Es gibt die Beautybox, die zu dir persönlich passt und wo du selber sagst, Mensch, ne, das spricht mich an, da habe ich Bock drauf. Aber das ist jetzt nicht so universell für jeden gültig, ganz ehrlich gesagt. Ne? Weil jeder hat natürlich andere Ansprüche, andere Bedürfnisse und andere Präferenzen halt auch in dem Sinne, was einem wichtig ist, was in einer solchen Box drin sein sollte. Ich finde diese Box eben sehr schön, wenn es darum geht, dass man halt so basic-mäßig gut ausgestattet sein möchte, trotzdem aber auch neue Marken austesten will und vor allem hier Pflege ausprobieren möchte. Und manchmal hat man dann halt noch den kleinen Aha-Effekt mit dabei, dass die Blissim-Box da halt noch etwas mit reinpackt, wo man einfach nicht mit gerechnet hätte, wie jetzt in dem Fall die Tasche, die einfach wirklich so ein Gimmick ist, die geil ist, finde ich persönlich. Schreibt mir gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare rein, da können wir uns gerne mal austauschen. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!